meisten Kindern und Jugendlichen ist es noch heute so, dass alle, die egal auf welchem Niveau sie heute spielen, Jugendliche, Erwachsene, Amateure, Profis, alle angefangen sind, Fußball zu spielen, weil dieses Spiel einfach unglaublich viel Spaß macht. Weil zunächst mal jedes Kind ja ganz viel Freude daran hat und Spaß daran hat, mit einem Ball umzugehen, vor den Ball zu treten, den Ball zu werfen. Egal, was man mit so einem Ball alles machen kann, so fängt es ja an. Die Knappenschmiede ist ein Brand und dieser Brand ist von unschätzbarem Wert. Dass ein Nachwuchsbereich im Fußball einen Wiedererkennungswert hat, das ist unfassbar gut und wichtig. Dass man weiß, wo man ist, wenn man von La Masia redet in Barcelona. Und man weiß, wovon man redet, wenn man von der Knappenschmiede redet. Ja, die Knappenschmiede ist halt die Aushängeschild von Schalke 04. Und ich glaube, das ist die Arbeit, was wir haben, dass wir auch mehrere junge Leute hochbringen. Ja, schau dir die Talente an, die Fußballer an, die da rausgekommen sind aus der Knappenschmiede. Das ist wirklich Wahnsinn. Also Manuel Neuer, Mesut Özil, Benedikt Höwedes, Leroy Sané. Also die Liste ist ja wahnsinnig lang. Ich glaube, dass das was ist, wo man führend ist in Deutschland, wenn nicht sogar auch weltweit. Der Traum, Bundesliga-Profi zu werden, ist jetzt von jedem Kind, denke ich mal, der Fußball überhaupt spielt. Es ist schon mittlerweile schon ein Ziel geworden von mir, den ich jetzt anstreben will und den ich auch hoffentlich erreichen werde. Und los geht's! Wer kriegt als erstes den Ball? Aufstehen, jeden! Und du hast ganz viel Platz. Schau mal auf der anderen Seite, Kopf nach oben. Die Trainer in einem Nachwuchsleistungszentrum und insbesondere in der Knappenschmiede sind die wichtigsten Vervielfältiger. Deswegen brauchst du auch, was die Altersstufen betrifft, entsprechende Spezialisten, die sich insgesamt mit Kindern und Jugendlichen gut auskennen, die vor allen Dingen aber auch Kinder und Jugendliche schätzen, mögen und lieben. Freilaufen? Ein bisschen weiter nach außen freilaufen, genau. Was hast du noch für eine Möglichkeit? Zum Torwart. Fußballerische Ausbildung steht natürlich im Vordergrund, aber wir wissen, dass uns Eltern ihre Kinder anvertrauen, für die wir verantwortlich sind. Und insofern ist es ganz wichtig, dass sie sich auch als Menschen entwickeln. Ich glaube, dass es uns hier wirklich ganz gut gelingt, dass die Knappenschmiede der FC Schalke 04 insgesamt auch noch wie so eine zweite Familie ist. Dankbarkeit, Respekt, Ehrlichkeit, Toleranz, Teamfähigkeit und Fairness, dass die mindestens genauso wichtig sind wie Technik, Taktik und so weiter. Dann hat er für die kurze Zeit meine zweite Oma. Schon gut, ne? Man sieht die Jungs von Jahr zu Jahr und sieht die Entwicklung, sieht, wie der Schritt weitergeht. Es ist einfach wunderbar und macht Riesenspaß zu sehen, wie sich die Jungs entwickeln. Und das ist halt ist einfach geil. Ist, glaube ich, auch wahnsinnig viel Arbeit. Aber ich denke, dass sich das lohnt, weil es auch schön ist, glaube ich, wenn man sagen kann als Verein, wir haben diese Spieler rausgebracht, wir haben die aufgebaut und dahin gebracht, wo sie jetzt aktuell stehen. Das Hauptaugenmerk, dass wir gute Menschen ausbilden, die hier was mitnehmen, auch für ihr späteres Berufsleben. Und dass einige wenige so gut sind, dass sie die erste Mannschaft verstärken können. Zehn Sekunden! 3, 2, 1 und los!